bist du dran. Das Abenteuer deines Lebens. Aus Las Vegas ist heute bei mir. Du hattest in Deutschland die Faxen dicke, bist jetzt Tourguide, deutscher Tourguide in Vegas. Da läuft man auch so den Stars über den Weg, ne? Wir bieten ja eine Stadtrundfahrt an und da machen wir auch einen Halt bei Siegfried und Roy direkt am Zuhause. Und ab und zu kommt der Siegfried dann halt auch raus und begrüßt unsere deutschen Gäste. Und da sind die natürlich völlig happy. Ob es Rod Stewart ist, ob es Britney Spears, Elton John und so weiter. Die laufen jetzt natürlich nicht einfach auf der Straße rum, aber es kann durchaus mal sein, dass wenn du unten im Caesars Palace bist, in so einem teuren Restaurant, dass die dann halt mal schon mal nebenan sitzen. Das kann durchaus passieren. Sag mal, es gibt ja diesen legendären Film über den Junggesellenabschied, Hangover. Ich habe gehört, es gibt so richtige Hangover-Partys bei euch. Stimmt das? Ja, die gibt es. Es gibt sogar so ein Hangover-Store. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Da kannst du wirklich danach hin, da wirst du mit dem Bus abgeholt. Dann kriegst du sogar noch einen Tropf mit irgendwelchen Vitaminen, damit es den nächsten Tag besser geht. Ja, auf alle Fälle, das gibt es wirklich, ja. Und das haben sie auch wirklich in Caesars Palace gedreht. Also unsere Tour geht ja auch vorbei. Ich zeige ja, wo der Wagen stand, wo der hin aus dem Kofferraum geklettert ist, an den Buchstaben oben, wo der gehangen hat. Also das ist auch hier tatsächlich gedreht worden, ja. Ja, unsere Gewinner, die wohnen ja dann auch im legendären Caesars Palace. Die Gunners werden dort auftreten. Was kann man denn außerhalb von Vegas noch entdecken? Ja, auf alle Fälle. Wenn man weg will von den Trubel, dann sollte man irgendeinen Ausflug buchen oder sich selber einen Mietwagen nehmen, je nachdem, was man gerne möchte. Dann kann man zum Hoover-Staudamm fahren. Das ist die größte Bogenstaumauer der USA. Da fährt man eine gute Dreiviertelstunde hin. Ist sehr beeindruckend. Staut den größten künstlich angelegten See der USA an, den Lake Mead. Dann haben wir den Red Rock Canyon in der Nähe. Das sind rote Felsen. Valley of Fire, eine Stunde nördlich von Las Vegas. Knallrote Felsen. Denn ins Death Valley, heißeste Punkt der Erdoberfläche. 56,7 Grad wurden dort mal gemessen, im Schatten. Das Problem ist, du hast keinen Schatten, also es gibt genug Möglichkeiten. Wie haben denn deine Familie und Freunde reagiert, dass du jetzt in Las Vegas bist? Ja, die waren erstaunt gewesen. Mein Vater hat gesagt, ich bin nach 3 oder 5 Jahren wieder zurück. Ja, manche kommen mich besuchen, die sind happy, dass sie dann natürlich gratis bei mir wohnen können und müssen nicht die Hotelkosten bezahlen. Ein schön großes Haus mit einem Pool und Garten. Die verfolgen mich ja über Instagram und Facebook und den ganzen Schnullibulli da. Ja, das hört sich nach einem guten Leben in Las Vegas an. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, lieber René.